Der wirklich schnellste Weg, um heute reich zu werden, also von null, ist nicht irgendeinen Kurs zu kaufen, sich in eine Lernplattform einzuloggen und zu versuchen, das schnelle Internetgeld zu bekommen. Und versteht das bitte nicht falsch, es ist absolut möglich, es mit Amazon FBA, Copywriting, Content Creation, Sales, Immobilien oder Kryptowährungen zu schaffen. Aber die Menschen, die es damit schaffen, sind sehr, sehr selten. Ich meine, frage dich einmal selbst, warum nur 1% der Deutschen Millionäre sind. Und das, was diese ganzen erfolgreichen Menschen vereint, ist, dass sie mit egal welchem Geschäftsmodell erfolgreich geworden wären. Denn Business ist immer nur ein Vehikel zum Reichtum. Deshalb ist es viel wichtiger zu verstehen, wie reiche Menschen denken, handeln, welche Charaktereigenschaften sie haben und wie die Psychologie in ihnen funktioniert. Statt irgendwie zu versuchen, das beste Businessmodell zu wählen und von einem shiny Object zum nächsten zu rennen und seine Zeit zu verschwenden. Und genau deshalb möchte ich dir heute die 7 Eigenschaften zeigen, die Reichen wirklich zum Reichtum verholfen haben, die tatsächlich auf wissenschaftlichen Daten beruhen. Ich möchte dir eine Sache sagen und das liegt mir wirklich am Herzen. Hört damit auf. Ich weiß nicht, wer den meisten jungen Menschen das eingeredet hat, aber ein Studium oder die Schule trägt nicht messbar zum wirtschaftlichen Erfolg bei. Ich habe auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und was hat mir das heute gebracht? Null. Nicht ein bisschen meines Erfolges heute hat irgendetwas mit dem Studium zu tun, das ich damals abgeschlossen habe. Ich hätte wahrscheinlich sogar schneller diesen Erfolg gehabt, weil ich es hätte sein lassen können. Weil ich damals einfach mehr Zeit in mein Business hätte stecken können, statt in Prüfungen oder Klausuren. Wenn wir uns einmal die Reichtumsforschung ansehen, sieht es dort sehr ähnlich aus. Gerade einmal 2/3 der Menschen, die Dr. Rainer Zittelmann in deiner jahrelangen Reichtumsforschung interviewt hat, haben ein fertiges Studium abgeschlossen. Und jeder 7. der Interviewten hatte nicht einmal ein Abitur und ist damit zu einem Nettovermögen von über 10 Millionen Euro gekommen. Und wenn wir uns mal die Forbes-Liste anschauen, Elon Musk, nicht fertig studiert, Mark Zuckerberg, nicht fertig studiert, Steve Jobs, nicht studiert, um es vielleicht einmal in ein Statement zu fassen. Dein Bildungsabschluss definiert nicht, wie erfolgreich du im Leben sein wirst. Lass dir das keinesfalls einreden, aber wenn dein Studium zu deinem Lebensziel beiträgt, dann mache das zu 100%. Aber auch nur, wenn es wirklich in deinen Plan und in deine Karriere passt. Denn 80% der Studierenden wissen leider nicht, warum sie das studieren, was sie studieren und verschwenden eigentlich nur ihre Zeit. Es klingt jetzt mit Sicherheit komisch, aber es geht dabei nicht um die Aktivität per se, sondern um das, was dahinter steht und um den Einfluss auf den Erfolg. Denn wenn wir uns einmal die Wirtschaftseliten ansehen, stellen wir in der Entwicklung dieser Menschen oft eine Sache fest. Und das sind die Aktivitäten, die sie in ihrer Freizeit vor allem vor ihrem Unternehmertum ausüben. Da wären 2 Dinge zu nennen. Die meisten sehr erfolgreichen Menschen haben gerade während und neben der Uni extremen Leistungssport betrieben und damit schon einmal den Konkurrenzkampf mit den anderen um sie herum geübt. Und zweitens, frühe unternehmerische Fähigkeiten. Denn tatsächlich verdienen die meisten sehr erfolgreichen Menschen während des Studiums nicht ihr Geld mit normaler Arbeit wie Kellnern, Einzelhandel oder Werkstudentenjobs. Stattdessen beginnen sie ihr Unternehmertum bereits in jungen Jahren, wobei es da gar nicht um das große Geldverdienen geht und die meisten damit sogar Geld verlieren. Roland Berger, ein deutscher Unternehmer mit einer Milliardenberatungsfirma, hatte beispielsweise mit Wäschereinigung seine ersten unternehmerischen Erfahrungen. Mark Cuban, ein US-amerikanischer Milliardär mit einem Club in einem Lagerhaus. Ich selbst habe tatsächlich etwas Ähnliches probiert und während des Studiums meine erste Reinigungsfirma gegründet. Das alles dient allerdings nicht dem Geldverdienen, sondern etwas ganz anderem. Und das ist die Erweiterung der Frustrationstoleranz. Da gerade im Sport und Unternehmertum oft Rückschläge und Wettkämpfe schwer auf den Magen schlagen, lernen die meisten Menschen dadurch, ihre Stressgrenze extrem hochzusetzen. Denn gerade im Unternehmertum ist es wichtig, sich erfolgreich zum Erfolg zu scheitern. Und dafür braucht man eben eine ausdauernde Komponente im Kopf. Nein, es geht nicht darum zu lernen, wie man Verkaufsgespräche führt oder das Setter-Closer-Prinzip richtig zu verstehen und einen Bedarf beim Kunden zu wecken. Es geht nicht einmal darum, Geld mit dem Verkauf seiner Fähigkeiten zu machen. Die Reichtumsforschung hat herausgefunden, dass alle Befragten in der Studie von Rainer Zittelmann einstimmig beschlossen haben, dass Sales der wichtigste Skill deines Lebens ist. Denn fast jeder Aspekt deines Lebens ist Verkaufen. Im persönlichen Leben musst du dich bei Beziehungen an deinen Partner verkaufen. Oder du verkaufst deinen Freunden einen Trip an einen ganz bestimmten Ort. Im unternehmerischen Bereich musst du deine Dienstleistung verkaufen, Sponsorships und so weiter. Oder du musst vor einer Jury pitchen und probierst, dein ganzes Unternehmen zu verkaufen. Sales zu lernen bedeutet, sich in jeder Lebenssituation anzupassen und sich selbst, egal in welchem Kontext, zu verkaufen. Selbst wenn der Kunde gekauft hat, musst du in deinen Workshops, in deinem Produkt selbst ihm weiterhin verkaufen, damit der Kunde überzeugt ist, dass deine Dienstleistung ihr
Problem wirklich löst, damit sie motiviert ist, das, was du ihnen beibringst, umzusetzen. Aber damit du Sales vollkommen beherrschst, und darum geht es im Grunde, musst du Empathie besitzen, gut networken können, deine Zielgruppe verstehen und vor allem zu Anfang deiner Unternehmerkarriere ein gewisses Fachwissen haben. Was heißt das überhaupt und wie hilft das Ganze jetzt Menschen, die im Verlauf ihres Lebens sehr erfolgreich werden? Im Prinzip beschreibt das Phänomen Extravision zum einen, dass sehr viele Millionäre ein Grundvertrauen ins Leben und eine sehr optimistische Einstellung zum Verlauf ihres Lebens haben. Was tatsächlich Sinn ergibt, da wir ja durch den nachgewiesenen Placebo-Effekt wissen, dass der Glaube tatsächlich Berge versetzen kann. Und dass viele besonders reiche Menschen gerade für neue Dinge extrem aufgeschlossen sind. Bill Gates beispielsweise hat sehr früh an die Adaption des Internets und des Personal Computers geglaubt und das schon in den 80er und 90er Jahren. Mark Zuckerberg hat an das soziale Erlebnis im Netz geglaubt und das im Jahr 2003. Das heißt, reiche Menschen wählen bewusst einen Weg gegen die Masse und beschreiten auch andere Lebenswege als der Rest und entscheiden sich damit freiwillig, den Weg eines Ausgestoßenen zu gehen. Punkt 5 möchte ich über Persönlichkeitsmerkmale aufklären. Fast jede sehr reiche Person hat sehr ähnliche Persönlichkeitsmerkmale. Das Hauptmerkmal, das in Studien immer wieder auftaucht, ist die Gewissenhaftigkeit. Das heißt, sie sind sehr diszipliniert, sehr fleißig, ausdauernd und können recht zuverlässig und zielstrebig die Ziele erreichen, die sie sich selbst setzen. Weitere Merkmale waren, dass viele reiche Menschen sehr konfliktorientiert sind und ihre Meinung stark nach außen tragen. Ich meine, schauen wir uns dafür einmal Elon Musk an. Offer me money. Offer me power. I don't care. So you just don't care. You want to share what you have to say? I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. Aber eben nicht nur das, sie übernehmen auch für alles selbst die Verantwortung und können deswegen solche starken Niederschläge in schnelle Erfolge umwandeln. Der sechste Faktor, den reiche Menschen haben, der sie zu ihrem Erfolg bringt, ist, dass sie alle ein Leitmotiv für ihr Handeln haben. Das kann mit sehr simplen Leitmotiven wie Freiheit oder Unabhängigkeit anfangen. Aber tatsächlich sind die meisten sehr erfolgreichen Menschen in ihrer Kindheit zu einem gewissen Grad traumatisiert worden und tun das Ganze aus Gründen der Anerkennung oder weil sie das Gefühl haben wollen, endlich dazuzugehören. Nichts im Leben, das irgendwie einen Wert hat, wird zu dir kommen, wenn du nicht bereit bist, dafür etwas zu tun. Je höher der Wert, desto mehr Leistung musst du erbringen. Zeit, Arbeit oder Geld. Gerade was das Thema Leistung angeht, sind die meisten vermögenden Menschen, je älter sie werden, immer mehr bereit zu geben. Denn vor allem musst du dich daran gewöhnen, dass du für dieselbe Leistung immer weniger bekommst, was ihr gerade in Deutschland durch die starke Inflation merkt. Du wirst für die gleiche Arbeit immer weniger Kaufkraft haben und damit auch weniger Lebensqualität. Deshalb wäre es jetzt wichtig, dass du ein Abo da lässt, denn wir veröffentlichen in dieser Videoserie einmal alles vom Start eines Business bis hin zur einfachen Strategie der Kapitalanlage. Also, wir freuen uns, dir zu helfen. Dein Maurice.